die Zeit genommen habt, heute hierher zu kommen, vorbeizukommen. Und wenn ich mir das anschaue, mit euch könnte man ja sogar eine Fernsehsendung machen. Da ist ja einer schöner als der andere. Danke dir vielmals. Dein Applaus. Dankeschön. Großartig. Wir sehen uns spätestens in einem Monat dann bei Musiopen in Bad Fenkirchen. Genau. Wunderbar. Ich freue mich. Danke dir vielmals. Baba. Adriana. Meine Lieben, ja, ich habe nicht so viel versprochen und das war erst der Anfang, was da heute noch alles kommt. Reden wir nicht lang. Begrüßen wir mit einem rechtskräftigen Applaus. Hier ist er. G.G. Anderson. Jede Sekunde lohnt sich nicht. Ein Wahnsinn. Gigi. Also. Ich komme zu früh. Ich komme zu früh? Ja. Das sagt meine Frau auch immer, aber. Kann mir vorstellen. Na, wenn ich nach Hause komme, meine ich. Nicht? Also, ich würde mit dir gerne
zusammen singen, aber ich würde gerne noch einen Tetraphon. Hast du Lust mit mir? Ich mit dir? Ja, was sagt deine Frau dazu? Ja, nein, natürlich gerne. Ein bisschen Beak schadet nie. Nee, ich muss weg. Also bei mir musst du keine Angst haben. Ach, du bei mir. Also, würdest du noch was machen? Ja, pass auf. Dann, Zeit hätten wir. Wenn ich noch eine Schieß, dann machen wir jetzt Cheerio. Cheerio, na, na, Cheerio, na, 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 so schön wie heute. Meine Güte, das kann nicht alles gewesen sein, oder? Wollt ihr noch eine hören? Ich schaue ein und die alten tauten Lieder schenkt noch mal ein, denn ich fühle die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Bleib bitte schön gesund. Ne? Schatzi, bleib schön gesund. Ne? Ihr Lieben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und der Unglaubliche, der Unfassbare, der Einzigartige, der Großartige, der Sensationelle. Es gibt keine Superlativ mehr. Gigi Anderson! Danke! Ich hoffe, du kommst wieder, Gigi. Freue mich wirklich sehr. Ein Superstar. Mit einem ganz, ganz großen Herz. Eine, die auf dem Weg ist, eine ganz, ganz große zu werden, die darf ich Ihnen jetzt präsentieren, meine Damen und Herren. Und ich behaupte das stopp und steif und ich glaube, ich werde es dann nicht übertreiben. Sie hat für mich eine der schönsten und grandiosesten und kräftigsten Stimmen des Landes. Und sie wird im Moment von einer TV-Show zur nächsten gereicht und das nicht unzurecht, sage ich mal. Sie war bei Ross Anthony in seiner Fernsehshow mit dabei. Sie ist nächste Woche bei der Starnacht in Mörwisch im Burgenland mit dabei. Und dann fährt sie noch gleich weiter zum ZDF Fernsehgarten. Und ich würde mich freuen, wenn sie genauso wie der Gigi Anderson auch irgendwann einmal bei mir und bei der Stefanie dann beim Musi Open Air mit dabei sein würde. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt sehr. Sie hat nicht nur Millionen Optionen, sondern mittlerweile auch schon Millionen Fans und Millionen Klicks im Internet mit ihren Songs. Freuen Sie sich auf eine großartige, große Stimme aus Kärnten. Hier ist Charlene und ihre Band. Fühlst du nichts, wenn ich sag, ich bin einsam? Thank you.
bist mein Echo. Du bist mein Echo. Wenn ich lache, lach ich mit dir. Wenn ich wein, dann weinen wir. Du bist mein Echo. Du bist mein Echo. Mein Herz schlägt genau wie dein. Du bist mein Echo und ich sein. Du bist mein Echo. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Oh! Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm mit meiner Hand und geh mit mir atemlos. Wow. One, two, three. Schöne Gesicht. Ich schaue nur in schöne Gesichter und dann kommst auf einmal du. Ja, es tut mir leid, aber es muss einmal auch wieder die Wahrheit ans Tageslicht. Charlene, meine Damen und Herren, Riesenapplaus, großartig. Danke sehr, danke schön. Vielen Dank. Seid ihr schon soweit? Wir sind, also ich bin total bereit, mich jetzt umzuziehen, glaube ich. Ja, aber dann kann man dich auch noch wieder live erleben, nämlich unten am Fanshop. Genau, ich stehe dann, sobald Fantasy vorbei ist, unten beim Shop und dann könnt ihr mein exklusives Fanalbum erwerben. Und du bist erwerben, so sagt man dazu, genau. Danke sehr, danke schön.
Und nächste Woche dann bei der Starnacht in Mörbisch am Neusiedler See auch mit dabei sind. Dann freuen wir uns jetzt auf die beiden, Martin und Freddy. Hier sind Fantasy! Eine Nacht mit dir im Paradies. Ein paar Stunden, die mein Herz so lang vermisst. Wärst du einmal nur bei mir, wünschte ich mir mehr von dir. Mehr als eine Nacht mit dir im Paradies. Ist es denn schon so lange her, dass wir beide zusammen waren? Es ist schon irgendwie abgefahren, wie die Zeit vergeht. Ist es denn schon so lange her, dass wir beide im Himmel waren? Wie eine Fahrt auf der Achterbahn, wie die Zeit vergeht. Darling, ja, dass ich dich verliere, es aus allem. Was machst du mit mir? Ich fühle mich.
Freddy, vielen, vielen, vielen Dank. Großartig, danke dir, Freddy, danke Martin. Ihr Lieben, das war wohl ein großartiger Schlagerabend, wie ich sage. Autogramme gibt's jetzt gleich und wer noch nicht genug hat, ich habe schon gesagt, Musi Open Air, genau in einem Monat hoffentlich sehen wir uns. Und morgen wird dann hier auf dieser Bühne Beatrice Egli sein. Also wer noch Zeit hat und wer noch keine Karte hat, der kann sich die jetzt noch checken und morgen werden nochmal herkommen. Wetter wird passen, wir haben noch ein bisschen Platz, also seid in jedem Fall mit dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank und hoffentlich auch noch einen riesen Applaus an die, die das heute möglich gemacht haben. Inferno, ein Feuer.
auf dich, deine Haut und dein Haar und dein Lächeln machen Träume wahr. Rot und Gelb sind nichts mehr für mich, denn ich weiß, ich liebe dich. Yeah.
Dankeschön, dass ihr da seid. Viel Spaß mit der Beatrice Hendl! Servus und auf Wiedersehen. Dankeschön.